Frau Fischer, warum sollte die gesetzliche Rentenversicherung die zentrale Stütze in unserer Altersversorgung sein? Wir waren in der Kommission einig darüber, dass die gesetzliche Rentenversicherung als System eine sehr, sehr hohe Anerkennung in unserer Bevölkerung besitzt, was man auch ja nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte, dass die Prinzipien, nach denen sie gestaltet ist, also Beitragsäquivalenz, ein Verhältnis zu dem, was man in seinem Leben geleistet hat, ob in der Erwerbstätigkeit oder auch in anderen Tätigkeiten, dass diese Grundprinzipien auch weiterhin bestehen bleiben sollen und dass dieses System gleichzeitig flexibel genug ist, um es anzupassen an die neuen Erfordernisse, weil das Erwerbsleben heute anders läuft als vor, weiß der Himmel, 30 Jahren, vor 60 Jahren und es deswegen neue Ansprüche gibt. An welchen Stellen müsste im derzeitigen Rentensystem besonders nachjustiert werden? Es gibt zweifelsohne auch Maßnahmen, die man ergreifen muss im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, die wir in den letzten Jahren gestärkt haben, eher auch zu Lasten der Rentenversicherung, weil durch die Entgeltumwandlung da die Möglichkeit bestanden hat, quasi sich von Beitragszahlungen für die Rentenversicherung zu befreien. Das halte ich nicht für eine kluge Entscheidung, die sollte man wieder revidieren. Und im Bereich der Riester-Rente gibt es ganz großen Bedarf danach, dass dieser Markt von Riester-Renten auch für normale Menschen durchschaubar ist und dass man da nicht erst drauf studiert haben muss, wie dieses alles funktioniert und wie unterschiedlich die Angebote sind und dass man da auch nicht über den Tisch gezogen wird. Welches Rentenmodell benötigen wir als Schutz vor Altersarmut? Wenn wir über Altersarmut reden, dann reden wir über ein zukünftig größer werdendes Problem. Zurzeit ist Altersarmut ein vergleichsweise geringes Problem für die alten Leute jetzt. Da ist es noch eine relativ geringe Zahl von Menschen, 400.000 oder 500.000 Menschen, die überhaupt auf Grundsicherung angewiesen sind. Also das heißt, das ist ein zukünftiges Problem mit der Altersarmut. Und ansonsten kann man durchaus sagen, hat die gesetzliche Rentenversicherung in den letzten Jahren ein bisschen eher so eine Art Rehabilitierung erfahren, nachdem vor 10 Jahren irgendwie alle dachten, eigentlich muss das alles irgendwie über die privaten Kapitalmärkte gehen, weil da sind die Renditen viel besser und so weiter, hat man nach den ganzen Turbulenzen auf den Finanzmärkten, hat man sich doch besonnen, dass so ein Umlagesystem eine ganz anziehende Stabilität besitzt und dass es auch große Vorzüge hat, dass sie eben gerade nicht in so große Turbulenzen geraten kann wie die privaten Kapitalmärkte. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle dafür, dass wir als Kommission das sehr stark am jetzigen Rentensystem festgemacht haben, wo wir über die Veränderungen nachgedacht haben. Und ich kann nur hoffen, dass schon für die jetzt demnächst irgendwann mal zu bildende Regierung es gelten wird, dass sie gesagt, okay, wir nehmen das System so, wie es ist und gucken, was wir dort ändern müssen. Wir haben darüber heute schon gesprochen, dass es bislang wohl bei den Vorschlägen, die da auf dem Tisch liegen, einen ganz vernünftigen gibt, der im Bereich Erwerbsminderungsrenten ansetzt, weil natürlich bei der Erwerbsminderungsrente ja meistens das Problem ist, man muss aufhören zu arbeiten, wenn man eigentlich noch nicht so sehr lange gearbeitet hat. Und dadurch sind die Ansprüche häufig zu niedrig. Und um zu vermeiden, dass die auch nochmal zusätzlich auf Grundsicherung angewiesen sind, was man da tun könnte. Da gibt es durchaus ein paar vielversprechende Vorstellungen. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, sind es nicht wirklich zukunftsweisende Vorschläge?